Was ist denn die Geste, die man einer Friedensbewegung zuschreiben würde? Was meint ihr denn da? Na, als Geste. Also die Faust wird es wahrscheinlich nicht sein. Ja? Der Zeigefinger kommt zwar oft auch von mir, aber wird es auch nicht sein. Ja? Ich meine, dass es die offene Hand ist, ja? Die ausgestreckte Hand. Die Hand, die ausgestreckte Hand, die auch dem Feind, dem Gegner symbolisiert, dass man auf ihn zugehen will. Wir hier, die uns bei der Mahnwache zusammenfinden, wir wollen doch Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Aber wir werden diesen Weg nur dann gehen können, wenn wir selber anfangen, mit uns in Frieden, in Freiheit und in Gerechtigkeit zu leben. Man wird dieser Bewegung nicht gerecht, wenn man versucht, mit Gewalt auf Menschen einzuwirken. Egal, ob man sie verbal anwendet, die Gewalt, körperlich oder einfach ganz subtil, indem man ausgrenzt. Einen Menschen auszusperren oder einzusperren ist immer auch ein Akt von Gewalt, ist kein friedlicher Weg. Und da zitiere ich wieder Gandhi: Sei du selbst die Veränderung, die du wünschst für diese Welt. Ich kann nicht für Frieden sein, wenn ich nicht versuche, mit mir selbst und vor allem mit meinen Feinden in Frieden zu leben. Gerade passieren in Gaza schreckliche Dinge. Das israelische Militär bombardiert eines der am dicht besiedelsten Gebiete der Erde und es werden dabei Frauen, Kinder und unschuldige Zivilisten getötet. Ich habe schreckliche Bilder sehen müssen, Videos, die ich nicht ausgehalten habe, mir anzusehen. Das hat mich wütend gemacht. Wütend auf das israelische Militär, wütend auf die israelische Regierung und wütend auch auf die israelische Bevölkerung, weil ich das Gefühl hatte oder den Eindruck hatte, denen ist es egal, was im Gazastreifen passiert. Ich hab also angefangen, mich mit Israelis in Verbindung zu setzen und es hat geklappt. Zwei Freunde von mir sind aus Israel und mit denen habe ich begonnen, über diesen Kriegszustand zu sprechen. Und die haben mir erzählt, dass es in Israel auch Friedensbewegungen gibt, die aktiv gegen diesen militärischen Wahnsinn vorgehen. Nur diese Informationen, die dringen kaum zu uns durch. Weil die momentane rechte Regierung in Israel, die möchte das nämlich nicht. Sie möchte den Spalt, der sich schon durch die eigene Bevölkerung zieht, nicht zeigen. Meine zwei Freunde haben mir dann noch etwas erzählt. Von ihrer Angst vor der Hamas. Die Hamas ist keine Friedensbewegung. Die Hamas ist eine extremistische Gruppierung, die Israel auslöschen möchte. Und diese Angst der israelischen Bevölkerung nimmt ihre Regierung und lässt ihnen glauben, dass nur durch einen strikten militärischen Kurs die Existenz von Israel gesichert werden kann. Jetzt kann man aber sagen, dass die israelische Staatsgründung ein Verbrechen gegen das Völkerrecht war. Die Grenzen wurden willkürlich gezogen. Das mag schon sein. Aber welcher Staat, welche Nation, welche Grenze wurde denn nicht irgendwann willkürlich gezogen? Spricht man Israel das Existenzrecht ab, dann muss man auch dem Kosovo das Existenzrecht absprechen. Dann muss man jede Nation hinterfragen und sich überhaupt Gedanken über Staatsgrenzen und ihren Sinn machen. Man müsste neben Amerika auch Russland kritisieren. Man könnte wohl gar nicht mehr aufhören zu kritisieren. Eine Debatte aber über ein Ereignis, das 65 Jahre zurückliegt, ist meiner Meinung nach altmodisch. Eine moderne Debatte wäre doch, wenn man darüber redet, wie man es schafft, dass sich Israelis und Palästinenser die Hand reichen. Und wie geht das? Nur, indem man es vorlebt. Indem man nicht aus dem sicheren Österreich
oder dem sicheren Deutschland, der sicheren Schweiz heraus den Zeigefinger oder die Faust hebt und Richtung Israel schüttelt, sondern indem man die Hand reicht und den Israelis sagt, ich verstehe eure Angst vor der Hamas. Die Geschichte, die die Juden erleben mussten, ist tragisch und mahnt euch, vorsichtig zu sein. Und ich werde alles mir Mögliche tun, dass sich das nicht mehr ereignen wird. Aber bitte, bitte, lasst nicht zu, dass ein Volk, das palästinensische Volk, aus eurer Angst heraus unterdrückt wird, sondern versucht gemeinsam mit ihnen, mit den Palästinensern zu wachsen. Das ist naiv. Das ist sehr naiv. Das weiß ich. Aber ich darf das. Ich darf naiv sein und ich muss sogar naiv sein. Denn immerhin gehe ich hier für den Weltfrieden auf die Straße. Und das ist auch meine Bitte an euch hier, meine Freunde, meine Bekannten, im Netz, auf Facebook, in der Wirklichkeit, in der realen Welt. Es ist immer leicht, einen Übeltäter zu finden und ihm die Schuld zu geben. Aber einem Menschen die Hand zu reichen, zu verzeihen, das ist ein übernatürlicher und somit ein göttlicher Akt. Und das ist meiner Meinung nach der Weg zum Frieden. Wiedersehen.